Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Glamour-Steinbaus. Und zwar habe ich heute eine Sluban-Set mitgebracht. Und zwar das Sluban Army Set M38B0712, die Hawker Hurricane. Und wie soll ich sagen, meine Beziehung mit Sluban ist ja von Höhen und Tiefen geprägt. Das ist weder eine Liebesbeziehung noch eine Hassbeziehung, es ist so eine Hassliebe. Mal hast du gute Sets, mal hast du schlechte Sets. Und wir reden heute, wie gesagt, über die Hawker Hurricane. Und ich gebe am Ende wieder eine Kauf- oder Nicht-Kauf-Empfehlung und erzähle euch, was ich so mit diesem Set erlebt habe. Ich würde sagen, das hört sich wunderbar an. Aber bevor wir jetzt zu diesem Set kommen, wie immer kommen wir zur Anleitung. Und zwar ist die Anleitung von der Aufmachung eigentlich wie jede andere Sluban-Anleitung auch. Die Darstellung ist wie von Sluban gewöhnt, würde ich einfach mal sagen. Sie ist trotzdem klammergebunden, die Anleitung, was schon mal gut ist. Und wenn wir uns das anschauen, werden hier die Schritte, die schon gebaut wurden, in einem blassen Gelbton dargestellt. Und ich finde persönlich, dass hier angemessen viele Teile pro Bauschritt verbaut werden. Es ist eine relativ große Darstellung, auch für Sluban-Verhältnisse, was mir auf jeden Fall gefällt. Und die Abbildungen sind immer leicht verständlich und, wenn wir ehrlich sind, für jeden Anfänger geeignet. Ach ja, und alles, was ihr an dem Set seht, sind Sticker. Ihr kennt ja meine Meinung dazu. Zugutehalten muss ich dem Set aber, dass die Sticker sofort aufs Teil geklebt werden, in dem Bauschritt, wo auch das Teil verbaut wird. Man hat ebenfalls keinen Sticker, die über mehrere Teile gehen. Und dann sage ich, wenn man schon Sticker verwendet, dann wenigstens so, weil das ist die noch erträgliche Art, Sticker zu verwenden. Wir haben insgesamt 30 Seiten und 35 Bauschritte. Dann haben wir eigentlich alles zur Anleitung so gesagt. Das Bauen nach der Anleitung hat wirklich Spaß gemacht. Ist wie gesagt, watschen einfach, kriegt jedes Kind hin. Ich muss aber sagen, ich hatte wirklich kurz Angst, und zwar bei Bauschritt 26. Dort setzt man quasi den Rumpf mit dem Rest der Maschine zusammen und das Ganze sieht auf den ersten Blick sehr wackelig aus. Hat sich aber nicht bestätigt. Ist wirklich massiv, das Set. Also das hält auch mal ein Spiel aus. Warum es trotzdem so gut hält, obwohl es wie gesagt in der Anleitung so wackelig aussah von der Zusammensetzung, liegt im Endeffekt an der guten Teilequalität. Und dass ich das mal sage bei Sluban, erstaunt mich selber. Aber ja, Sluban hat hier für Sluban-Verhältnisse eine erstaunlich gute Teilequalität rausgebracht und dafür einen Daumen hoch. Und deshalb funktioniert das eben auch so, wie es in der Anleitung dargestellt wurde. Und das nächste ist noch, die Teile sehen nicht nur gut aus, sie können sich auch noch sehen lassen. Wir haben eigentlich kaum Kratzer drauf. Was ihr da seht, sind jetzt ein bisschen Batscher, vielleicht mal ein Wasserfleck, weil ehrlich gesagt stand das gute Maschinchen während meiner Krankenhauszeit jetzt ein paar Tage rum und deshalb musste ich sauber machen. Deshalb sind ein paar Wasserflecken draufgekommen. Aber sonst die Teilequalität ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es mag nicht sein wie Lego, es mag auch nicht sein wie Kobi, aber es ist wieder Sambo-Durchschnitt mindestens. Das Set kann sich auch von seinem Bild her echt sehen lassen. Also ich blende euch mal ein Foto von einer echten Hawker Hurricane ein und ich muss sagen, es ist halbwegs gut getroffen. Man muss immer sagen, für den Maßstab ist es natürlich keine 1 zu 1 Abbildung. Das ist aber auch bei so einem Maßstab nicht das Ziel. Es ist eine gute Ähnlichkeit. Man hat so ein, zwei Punkte, wo man eben sieht, dass es vom Original abweicht. Zum Beispiel haben wir hinten zwei Reifen statt einen. Und bei der echten Hawker Hurricane werden hier die Räder nochmal verkleidet. Ist wie gesagt in so einem Maßstab schwierig umzusetzen und deshalb völlig okay. Und es ähnelt sich wirklich genug. Und wenn ich über Maßstab rede, meine ich natürlich auch die Teileanzahl. Ich meine, wir haben 290 Teile. Was erwartet man da? Auf jeden Fall keine 1 zu 1 Abbildung. Von der Größe ist das Set ähnlich wie die Kobi Fokker Modelle. Es ist vielleicht noch ein kleines Stückchen größer, aber ey, ganz ehrlich, bevor wir da jetzt irgendwas versuchen so zu erzählen, messen wir es einfach mal aus. Und zwar haben wir hier bei dem Set ungefähr 27,5 cm in der Länge. Dann haben wir von den Flügelspitzen in der Breite 29,5 cm und der Hauptkörper ist ca. 4 cm breit. Die Höhe ist beim Propeller ungefähr 11 cm, also zumindest hier bei dem höchsten Punkt. Und wenn man hier vom Hauptkörper ausgeht, also sagen wir mal hier, haben wir ungefähr 10 cm. Und das ist für 290 Teile eine wirklich stattliche Größe und es gefällt mir sehr gut. Kommen wir mal noch kurz zur Figur. Die Figur ist relativ unspektakulär, wenn wir ehrlich sind. Sie gehört jetzt nicht wirklich zu den schönsten Figuren. Zum Beispiel ist der Gürtel einfach viel zu breit, deshalb sieht sie etwas komisch im Verhältnis aus. An die Form der Beine muss ich mich bei Sluban auch noch gewöhnen, aber sonst finde ich sie wirklich putzig, gerade durch den Fliegerhelm und die Brille. Bedruckt ist hier nicht wirklich was, also eigentlich wirklich nur die Brust, aber der Druck auf der Brust hat eine gute Qualität und die Beine und die Arme lassen sich gut bewegen. Also das ist ein schönes, angenehmes Gefühl. Was wir hier an Stickern auf dem Set haben, seht ihr eben hier auf den Flügeln. Wie gesagt, eigentlich alles, was jetzt nicht aus Teilen gebaut ist. Das sind Sticker, das sind Sticker. Ich finde aber, die Sticker sind relativ unauffällig. Das ist alles in Ordnung. Sie haben auch das Waschen gut überstanden. Dementsprechend, sage ich mal, ist das auf jeden Fall eine gute Stickerqualität.
Funktionsmäßig haben wir nicht wirklich was, wenn wir ehrlich sind. Also wir haben eben den Propeller, der dreht sich sehr, sehr spärlich. Das geht auf jeden Fall besser. Gerade bei den Kurbi-Modellen sieht man das. Das geht noch mal ein gutes Stück besser, okay? Sluban, da müsst ihr ein bisschen nacharbeiten. Sonst, ja, die Reifen vorn drehen sich natürlich. Also man kann rein theoretisch damit fahren. Wird ein bisschen getrübt davon, dass die Reifen wieder hinten natürlich nicht beweglich sind. Aber das ist in Ordnung. Also die schleift man dann mit. Es ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man quasi hinten das immer rumzieht mit, als wäre man irgendwie bei Fast and the Furious Tokyo Drift. Aber das ist kein wirklicher Kritikpunkt. Wie gesagt, wir reden hier über ein 290-Teile-Set. Nun, ein kleiner Kritikpunkt ist noch. Also wirklich, es ist wirklich nicht schwer, so ein Cockpit hier mit einer Klappfunktion auszustatten. Und sie haben es wieder so gemacht, dass man es abbauen muss und anbauen muss. Das ist schade. Also das ist wirklich, wirklich nicht schwierig, hier eine Klappfunktion reinzubauen. Es wäre auch nicht wirklich teurer für Sluban. Da hat man sich einfach ein bisschen die Mühe in der Entwicklung gespart. Da hat ein bisschen Liebe zum Detail gefehlt. Als Fazit muss ich sagen, das Set kostet neu knapp 20 Euro. Habe ich jetzt den Preis von Modellbau Hertel mal genommen. Gebraucht bekommt man es für 10 bis 12 Euro plus Versand. Das ist also auch nicht sehr viel billiger. Dann muss ich wirklich sagen, das ist ein gutes, aber wahrlich nicht perfektes Set. Ist das euch diesen Preis wert? Wenn es euch den Preis wert ist, gebe ich euch mit gutem Gewissen eine Kaufempfehlung dafür raus. Ihr werdet damit Spaß haben. Wenn es euch das nicht wert ist, dann müsst ihr zu einem anderen Anbieter greifen, muss ich ebenso sagen. Es das heißt ja immer, Sluban sind so Billigsteine. Ja, von der Qualität her waren sie sehr lange Billigsteine, aber vom Preis her waren sie nie der billigste Anbieter. Und das ist eben auch hier wieder so. Die Qualität von den Steinen ist ja auf jeden Fall besser als vom Sluban-Durchschnitt, aber trotzdem bekommt man eben von Kobi eine gebrauchte Fokker auch für 20 bis 30 Euro, je nachdem welche Ausführung. Natürlich, die Fokker DR1 ist meistens in einem Sammlerzustand ein bisschen teurer, ist nun mal ein Sammlerobjekt, aber die Fokker e.V. ist da schon ein bisschen billiger und man hat ungefähr dasselbe mit noch einem funktionierenden Propeller. Aber ich frage euch mal, ich gebe jetzt keine eindeutig Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung raus, weil wie gesagt, das ist hier gespalten. Wenn euch das den Preis wert ist, dann kauft es gerne. Und dementsprechend frage ich euch, ist es diesen Preis wert? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Teilequalität ist, wie gesagt, um einiges besser als das Luban-Durchschnitt. Ich verlinke euch dieses Set auf jeden Fall mal bei 1-2 Anbietern, wie ihr das von mir gewohnt seid. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Set in die Kommentare. Vor allen Dingen, wenn ihr das Set selber besitzt, interessiert mich die Meinung dazu sehr. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. PS, es gibt auch noch ein ganz ähnliches Kobi-Set. Und darüber reden wir in einem anderen Video.